can feel sunshine in my life. I'm just a little happier by your side. Hold my hand when I need you the most. It's your love that is. Ich würde gerne zahlen. Das war der Salat ohne alles und zwei Wasser. Macht 14,80. Stimmt so. Danke. Sag mal, du kannst mir doch bestimmt sagen, wo man sich hier in Wiesenkirchen am Nachmittag so ein bisschen amüsieren kann, oder? Amüsieren? Naja, Beauty, Shopping. Ich müsste dringend mal meine Nägel wieder machen lassen. Und dann so ein kleinen Prosecco noch am Ende. Sowas halt. In Weilhausen gibt's Biggies Boutique. Die hat ganz nette Sachen. Und die Rita, die Apothekerin, bietet kosmetische Haarentfernung an. Aber nur donnerstags. Ansonsten. Verstehe. Ehrlich, Alexandra. Mit sowas bist du in Wiesenkirchen komplett an der falschen Adresse. Da wärst du wohl lieber in München geblieben, gell? Vielen Dank, Bianca, aber glaub mir, ich bin hier genau am richtigen Platz. Servus, Resi, was gibt's? Du, Bianca, hör zu. Wir haben da in der Praxis ein paar ganz komische Fälle. Und die Frau Doktor hat gemeint, das könnte vielleicht von eurem Kartoffelsalat kommen. Wegen Salmonellen und so. Salmonellen? Bei uns in der alten Post? Die Patientinnen haben halt alle das Gleiche. Und alle haben bei euch vorher den Kartoffelsalat gegessen. Wo doch dein Vater die Mayonnaise selber macht. Und das mit den Salmonellen, ist das schon sicher? Nein, hundertprozentig noch nicht, aber ich hab mir halt gedacht, ich sag lieber gleich Bescheid. Weil heute Abend ist doch unser Landfrauentreffen und da gibt's ja immer den Kartoffelsalat. Vielen Dank auf jeden Fall, Resi. Ich werde mich gleich drum kümmern. Ja, was ist denn los? Wo ist der Kartoffelsalat? Oh, der ist leider aus, aber nachher mache ich neu. In der Praxis vom Dr. Kreuz gab's mehrere Frauen mit den gleichen Symptomen. Und alle haben gestern hier Kartoffelsalat gegessen. Ja und? Verstehst du nicht, Papa? Verdacht auf Salmonellen. Salmonellen. Ja. Hey Kiki. Boah, du müsstest mal die Berge hier sehen. Das sieht echt mega aus. Aber die Typen hier, die sind echt weird. Ich glaube, die kriegen hier ein bisschen zu wenig Sauerstoff. Ich freue mich echt, wenn ich wieder in Berlin bin. Dann gehen wir erstmal richtig feiern, oder? Ich hab dich lieb. Gut, sobald die Blutergebnisse da sind, dann melde ich mich bei Ihnen, ja? Ist recht, Frau Doktor. Hauptsache, wir wissen endlich, wo es uns feilt, gell? Okay, hier ist der Bericht an den Kollegen Schneider. Ah, danke. Und? Alle dieselben Symptome, genau wie Frau Simmerl und Frau Kriegler. Fix. Jesus, Herr Schober, was ist denn da passiert? Der Gmeiner, der alte Depp, hat mir da reingeschnitten. Ah. Okay, ich darf kurz. Alles klar, gut. Kommen Sie, ich sehe mir das in Ruhe an. Ja, danke schön. Was ist Gmeiner? Gmeiner Hubert, das ist unser Friseur. Der hat seinen Laden hinter der Kirche. Ach so. Der Gmeiner. Also, das ist keine Empfehlung mehr, wenn Sie mich fragen. Ja, der ist in letzter Zeit so durch den Wind. Ich glaube, der ist schon langsam zu alt für den Job. Als ich vorgestern in der Früh bei ihm gewesen bin, da haben seine Hände so zittert, dass ich nicht an meine Haare dran lassen hab. Nicht, dass er mir noch Giants angesticht oder so. Also ich war ja gestern auch zum Färben da und erst hat er mich gar nicht erkannt und dann stand er irgendwie die ganze Zeit total neben sich. Ja, und wie ich vor zwei Tagen da war, da war er beinahe umgekippt, so geschnauft hat der. Und grantig war der, mein Lieber. Also der ist doch sonst immer so gutmütig, oder? Alt werden ist halt nicht für jeden muss, gell? Ja. Stopp, ganz kurz. Das heißt, Sie alle drei waren in den letzten zwei Tagen bei Herrn Gmeiner im Friseursalon? Ja. Ja. Also gut, dann. Wiederschauen, ne? Wiederschauen. Wiederschauen.
Sie ruft sofort einen RTW zum Friseursalon. Das ist ein Notfall. Hey, Leo. Max? Max, ich brauche deine Hilfe. Okay. Was ist passiert? Ich bin so einen Abhang runtergerutscht. Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Ich steck fest. Ganz ruhig, Leo. Schick mir bitte deinen Standort. Ich bin sofort bei dir, okay? Ach, alles ist gut. Flügel müssen wir auch komplett entsorgen. Aber das ist doch alles gestern geliefert worden. Papa, wir wissen nicht, wo wir uns die Salmonellen eingefangen haben. Und Salmonellen in der alten Post, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Bianca, die Mayonnaise habe ich wirklich mit frischen Zutaten vorbereitet. Und der Kartoffelsalat, ja, habe ich selbst probiert. Ich habe es gegessen, mir geht's gut, mir geht's blendend. Also die Salmonellen müssen von woanders kommen, nicht hier bei uns, garantiert. Das interessiert das Gesundheitsamt recht herzlich wenig. Was sind die Rückstellproben? Du meinst die Rückstellprobe vom Essen? Ja, die wir zur Kontrolle aufbewahren, wenn ein Gast Probleme bekommt, nachdem er bei uns gegessen hat. Ach, die? Ja. Also die... Papa, nicht dein Ernst. Ich hab dir ungefähr 1000 Mal gesagt, wie wichtig diese Rückstellproben sind. Ja, so. Und es gilt auch für dich, Herr Signor Marino. Ma porcaccia la miseria. 30 Jahre lang haben diese Proben niemanden interessiert. Und jetzt auf einmal... Wenn herauskommt, dass das halbe Dorf krank ist wegen deinem Kartoffelsalat, dann macht uns das Gesundheitsamt den Laden schneller dicht, als du Arrivederci sagen kannst. Und dann war's das mit der alten Post und den Marinos in Wiesenkirchen. Warte mal, ich habe einen Rest der Kartoffelsalat oben im Kühlschrank in der Wohnung getan. Na ja, für Emilio aufgehoben. Vielleicht könnten wir das als Rückstellprobe nehmen, ha? Ja, hol's bitte! Ja, ich hol's. Was passiert? Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung. Guck mal, wie rot sein Gesicht ist. Okay.